Hier ist jetzt eine neue Quest plötzlich aufgetaucht. Das finde ich immer sehr spannend, wenn plötzlich hier Quests auftauchen. Sie scheitert nie. Werde ich mir das mal jetzt mal kurz reinziehen, oder? Wir machen jetzt mal die nächste Quest. Und ich kann am schnellsten Eis hinaufklettern. Ein Vera-Häuptling von den Nora. Seltsame Omen. Was sagst du, Schamanin? Meine Gedanken sind trüb. Ich muss den Rauch verbrannter Drähte inhalieren, um sie zu erhellen. Wir sind Weißzähne, hinabgestiegen vom Kiefer des Ban-Ur, um die Willigen zu prüfen. Ein Test? In diesem Jagdgebiet? Nein, es ist eine Prüfung. Überlebe wie unsere Vorfahren auf dem Gletscher am Messerpfad. Dieses Mal war es rau. Zwei müssen noch zurückkommen. Wir warten. Dann segnen wir ihren Versuch. Dann gehen wir. Ein Test? Was ist mit den beiden? Das war nicht ein Test. Sie sollten sich allein der Probe stellen. Ihr Leben oder Tod. Die Rückkehrer wissen, dass die Weißzähne sie begleiten. Die Verschollenen wissen, dass die Weißzähne sie ehren. Wie großherzig. Das war die vermisste Jägerin. Ein Test. Um was genau geht es bei der Probe? Sich dem Gletscher stellen und 4 Tage und Nächte ausharren. Nur mit diesem gefrorenen Boden und den Maschinen. Unsere Schamanin segnete die Probe und erlaubte das Ausbeuten. Metall zur Waffenfertigung. Der Rest ist verboten. Die Weißzähne? Wer sind die Weißzähne? Krieger. Die Ersten und Besten. Alle jungen, kampflustigen Jäger wollen bei uns sein. Jetzt sind die Maschinen wütend. Es gibt immer Kämpfe. Uns geht es gut, was, Schamanin? Jeden Tag schlägt der Blitz in den Staub der Schlacht. Jede Nacht wird ein neuer Name im Lied verehrt. Ihr wollt nicht nach ihnen suchen? Suchst du nicht nach deinen vermissten Jägerinnen? Bei Zeiten. Nach Monaten trägt das Schmelzwasser die Körper zurück. Unglaublich. Vielleicht leben sie noch. Dann suche ich nach ihnen. Auch wenn sie noch leben sollten, werden sie Hilfe nicht annehmen, Fremde. Für uns ist Überleben heilig. Auf nichts anderes ist Verlass. Mal sehen. So, also haben wir jetzt eine neue Quest bekommen. Ich dachte, wir hätten schon fast alle Quests eigentlich durch. Die Überlebende, Nebenquest. Die Weißzähne sind ein alter Wehrer aus Ban-Ur, die einen Ausdauertest betreuen. 2 Jägerinnen werden vermisst und das Ban-Ur-Gesetz verweigert ihnen Hilfe. Aloy zieht nichtsdestotrotz los. So, wir sollen jetzt die vermissten Jägerinnen finden. Die sind irgendwo hier hinten. Und da sehen wir auch schon so kleine Türmchen wieder. Wir müssen wirklich den ganzen Weg dahin machen. Ich habe nämlich nichts zum Schnellreisen. Die lassen Leute sterben. Wir legen alle Wörter auf die Goldwaage, das ist doch klar, Stefan. Ich habe hier extra meine Goldwaage hier stehen. Wenn du sehen würdest, was ich alles hier auf die Goldwaage packe. Zum Beispiel lege ich auch gerne auf die Goldwaage LAN-Kabel. So, mal gucken. Okay, das war's mit dem Schleichen. Ja, ich laufe jetzt einfach hier weiter. Ich denke mal, wir werden jetzt nicht hier extra für die blöden Sägezähne, glaube ich, ne, anhalten. Ich habe da jetzt keinen Nerv mehr für. Ich glaube, dass du nächste Woche durch bist mit Frozen Wilds, Ivo. Ich habe eigentlich fast vermutet, dass ich am Sonntag durch bin, weil am Sonntag möchte ich hier gerne nochmals spielen. Da hatte ich gedacht, ich bin am Sonntag durch. Aber wenn es nicht am Sonntag wird, dann vermute ich auch sehr stark, dass wir mit Frozen Wilds dann wirklich durch sind. So, wir sollen jetzt die Maschine erledigen. Als Sieger wirst du nicht besiegt. Ja.
Hier sind ein paar blöde Wächter. Erledige die Maschinen. Eigentlich ja relativ einfach, weil das ja bloß Graser sind. Oder Lanzenhörner oder was auch immer. Die sind nicht so stark eigentlich. Eine Fremde, ha? Tja. Wer sonst würde mich auf meinem Weg begleiten? Welcher Weg wäre das? Fort von Tradition. Und weit fort vom Berak. Ist nicht? Tja, verdammt. Vorhin das Metall. Aber ich brauche es mehr. Man sagt, Banuk wollen keine Hilfe. Ist das wahr? Sie nicht. Ich schon. Ja, also ist ja jetzt nicht so schwer, oder? Sind ja jetzt keine Gegner, wo man sich in die Schlüpper kacken muss, oder? Ich weiß es nicht. Also, ist jetzt... Das sind ja keine Donnerkiefer, sage ich jetzt mal. Um das mal ein bisschen bildhaft zu untermauern. Eine Fremde. Häuptling eines Veraks? Im Schnitt geht es schon merkwürdig zu. Was du nicht sagst. Du kämpfst gut. Ich bin Ikri. Danke. Ich bin Aloy. Den Weißzehen sollen zwei Jägerinnen fehlen. Du kannst doch wohl gehen, wenn du wolltest, also... Ich bin wegen ihr geblieben. Mylen. Sie hat sich beim Abstieg das Bein gebrochen. Ich habe gewartet und aufgepasst. Doch sie muss zum Verak zurück, bevor sie gehen. Der Verak. Warum willst du unbedingt den Weißzähnen beitreten? Sie sind einer der großen Veraks von Vanua. Nicht viele große übrig. Ich würde Mylen folgen. Ich war ihr Schatten im Schnee. Sie war meine. Botin der Weißzähne zu sein, war alles für sie. Die verletzte Jägerin. Kennst du diese Mylen gut? Schon seit wir wunde Knie hatten. Mein Leben lang. Es war ein Test, bei dem wir auf uns allein gestellt sind. Das war meine Schwäche. Scheint, als hätte sie Glück mit deiner Schwäche. So sieht sie das aber nicht. Sie erlaubt dir nicht, ihr zu helfen. Mylen will deine Hilfe nicht, oder? Wegen der Regeln dieses Tests. Du bist wirklich schnell. Nein, nur gewöhnt, Verbote zu hören. Sie lässt es nicht zu. Nimmt weder die Heilpflanzen von mir, noch das Essen, was sie selbst zusammenkratzen kann. Ich konnte mich nähern, wenn sie wegdämmerte. Aber sie hat gelernt, das zu verhindern. Die Prüfung. Was soll diese Probe denn beweisen? Dass wir die Stärke der Vorfahren haben. Dass wir überleben können wie sie.
Auf der Suche nach einer Heimat waren einige im Schneesturm beim Gletscher gefangen. 4 Tage, 4 Nächte. Als der Sturm vorbei war, sahen die Überlebenden einen Langhals. Er brachte sie nach Ban Ur. Tja, das wurde mir ebenfalls so erzählt. Los geht's. Bringen wir sie zurück zum Verak. Okay. Ich habe eine Schiene für ihr Bein. Medizin für den Schmerz, aber sie wird das nicht freiwillig nehmen. Gesetz des Überlebens. Stammesgesetz sollte uns nicht von denen trennen, die uns wichtig sind. Auch wenn ihr das Gesetz wichtiger ist. So, wir sollen Mylene, spreche ich das richtig aus, die sollen wir jetzt finden. Aber da wurde ja uns schon so eine kleine Questmarkierung schon gesetzt. Ja, ich lasse jetzt hier das meiste liegen, das liegt aber einfach daran, weil ich einfach schon zu viele Rohstoffe habe. Und ich nicht mehr weiß, wohin mit den ganzen Rohstoffen. So viel herstellen kann ich gar nicht. Da müssen wir hin. Der gefrorene Fluss des Eisvaters. Er behält viele Dinge, aber sie bekommt er nicht. Wir werden es verhindern. Oh, das, was ich auf jeden Fall einsammeln kann, ist ja heilendes Zeug. Das solange es hell ist. Weiter hoch? Wir haben Glück. Aufgetaute Griffe. Ja, so richtig hell ist es ja eigentlich auch nicht mehr. Ja, dass die Griffe nie quasi einfrieren und so, das ist auch so ein halbes Weltwunder. Da. Wir können die Maschinen bekämpfen, bevor sie da sind. Hä? Die sind doch schon da. Ein weiterer Traditionsbruch. Glaub es mir ruhig. Es wird jedes Mal leichter. Naja. Sehe ich jetzt auch nicht so als Schwierigkeit. Da hat's die schon zerfetzt. Oh mein Gott, das ist viel zu stark. Da kommt irgendwas aus dem Gebüsch. Und das interessiert mich nicht. Plünderer! Sie wittern Metall über Meilen! Schlag zu! Das Eis treibt! Ich glaube, das ist auch vor allen Dingen wichtig, wenn man Pfeile auch mal bis zum Ende spannt, weil ich glaube, die machen dann auch mehr Schaden. Das fällt mir jetzt gerade so richtig auf hier. Wenn ich die Pfeile ohne große Spannung raushaue, machen die einfach viel weniger Schaden. Ne? Jedes Mal bei denen sind es auf jeden Fall, also bei den Plünderern ist es auf jeden Fall gut, jedes Mal vorn oder was ist vorn oben dieses Dingens abzuschießen und dann natürlich hinten. So, jetzt kommt was ganz anderes. Das ist ein Versenker. Da bin ich mir nicht so sicher, was da so cool ist. Auf jeden Fall hat er eine Schwäche von Eis. Da könnte man mal ein bisschen mal was ausprobieren. So, jetzt haben wir ein bisschen Eis gemacht. Anderes aus. Aber das braucht gerade so elendig lange zum Nachladen. Stehe ich gerade fest.
Ah, okay. Das macht irgendwie Schaden. Also der Eisdorn, was jetzt die Ginger auch im Chat geschrieben hat, ja, den Eisdorn habe ich, den habe ich auch gerade momentan im Einsatz hier. Das ist, ja, der Eisdorn. Ich muss sagen, die Eiskanone ist ein bisschen schwer zu machen, aber der Eiswerfer fühlt sich schon gut an. Der macht, glaube ich, einen guten Kälteschaden. Das werde ich auf jeden Fall nochmal öfters einsetzen. So, wir sollen eigentlich jetzt nochmal mit Mylene sprechen, die jetzt hier in der Höhle ist, nach wie vor. Ich spüre ihr Fieber sogar bei der Kälte. Sie hätte das Bein nicht belasten sollen. Sie ist wach. Diese Fremde. Du kamst mit ihr, Ikri? Du denkst, ich war in der Nora-Heimat, um einen Speer zwischen uns zu treiben? Ich sagte, die Probe ist meine. Nur meine allein. Ich werde leben. Was ist dir mehr wert, Mylene? Dein Bein oder Stolz? Denn du musst dich für eins entscheiden. Beende es. Ich weiß, was du von mir denkst. Ich habe geschworen, du wirst dein Weiß zahlen. Das musst du. Ich gehe zurück. Allein. Nein! Lasst mich in Ruhe. Bitte, lass sie. Mylene, ich hoffe, du kannst mir das verzeihen. Ich wollte niemals deine Hilfe. Du solltest den Verak um Vergebung bitten. Der Verak war mir nicht wichtig. Sie wird verstehen. Du hast sie gerettet. Du kennst die Banuk nicht sehr gut, Aloy. Wir haben viele Wege, Groll auszudrücken. Nur einen, eine Entschuldigung anzunehmen. Ich muss meinen Weg gehen. Ich gehöre nicht zu ihnen. Sie hätten sie sterben lassen. Und ich gehöre nicht. Ikri. Ich finde einen Riss im Gletscher, schreie meine Trauer hinein. Was soll ich ihnen sagen? Dem Verak. Ich stürzte, dass sie ausharrte. Okay? Mein Gott, ist das kompliziert. Ja, ihr solltet meinen Eistee nicht sehen, weil normalerweise, ich blende mich ja jedes Mal bei den Zwischensequenzen weg. Das hat auch einen Grund, einen ganz praktischen Grund. Es ist nur ein bisschen Wind. Dass ich mich ein bisschen nebenbei erfrischen und vorbereiten kann auf die nächsten Quatschereien, die ich hier vorhabe. Aber das war natürlich leider Gottes ein Fehler. Ich habe nicht mich weggeschalten. Ich habe das nicht mitbekommen. Jetzt habt ihr mal einen Fehler entdeckt. Ihr solltet das nicht sehen. Aber ja, jetzt wo alle meinen Eistee ja gesehen haben, es ist Pfirsich.
Es ist ein Pfirsicheistee. Ja. Genau. So sieht's aus. Mehr sage ich nicht. Jedes Bedürfnis stillen können. Ach, Scheiße. Ja, ich hab's leider viel zu spät mitbekommen. Wir sprechen mit dem Weisheitszähnehäuptling. Ja, müssen noch ein bisschen berichten, das, was wir ja jetzt ausgemacht haben. Mylène ist zurück. Sicherlich hast du dazu etwas zu sagen? Habe ich. Dann zeig mir, was das Wort einer Fremden wert ist. Sie hat mehr ausgehalten als die meisten anderen. Sie hat nach den Regeln der Probe überlebt. Sie gab alles für eure Regeln auf. Was soll man denn jetzt sagen? Vorschläge? Vielleicht macht das auch nicht viel aus, ne? Sie hat nach den Regeln der Probe überlebt. Ich würde mal Hirn machen, oder? Ich kenne nicht alle Banuk-Traditionen, aber ich weiß, die Einhaltung eurer Gesetze ist wichtig. Gemäß den Regeln eurer Probe hat sie die 4 Tage und Nächte durchgestanden. Sich allem gestellt und überlebt. Das war's doch, was ihr wolltet. Das stimmt. Nach dem Gesetz wird Mylène unsere Farben tragen. Fremde, was ist mit der anderen Jägerin? Ich meine Ikri. Sie ist fort. Sie klang tapfer. Ihr Name wird immer in meinem Lied sein. Hallo? So, ich hoffe, das war richtig irgendwie. Aber es war die Nebenquest, die Überlebende. Ich glaube, hier gibt es sowieso nicht so die großen Entscheidungspfade und Wege.